Und zugeschaltet ist jetzt Tatjana Kidruk von der Hilfsorganisation Heart for Children of Ukraine. Guten Tag, Frau Kidruk, und danke, dass Sie die Zeit für uns haben, mit uns zu sprechen. Ja, ich begrüße Sie. Danke für die Einladung. Frau Kidruk, wie ist für Sie die Situation? Es ist Tag 27 des Krieges. Wie erleben Sie das? Ja, die Situation ist instabil. In meiner Stadt gab es gestern 7-mal Luftalarm und nachts auch einige. Außerdem gab es Raketen, die bestimmte militärische Objekte getroffen haben. Ich möchte nicht sagen, welche genau das waren. Das ist eine Information, die konfidenziell ist. Aber offiziell von unserer Regierung kann man danach, wenn man danach sucht, findet man das auch. Es gibt ständig Luftalarm, heute früh eben. Und es ist sehr, sehr instabil. Was ist denn das auch eine Lage für die Kinder? Die leiden ja am meisten darunter, weil sie eigentlich gar nicht verstehen, was da gerade passiert. Luftalarm, Bombeneinschläge. Frau Kidruk, wie können Sie den Kleinsten tatsächlich da helfen in diesen schrecklichen Momenten? Ja, das größte Problem für mich ist die Abwesenheit von ganz normalem Schulbetrieb und Betreuung für Kinder. Die meisten Kinder gehen nicht zur Schule, die sind alle zu, natürlich. Es gibt Online-Unterricht, aber es wird ständig durch Luftalarm unterbrochen. Es gibt jetzt keine Möglichkeit zur normalen Bildung. Unsere Schulen sind jetzt entweder als Bombenversteck oder sie werden als Lager für humanitäre Hilfe benutzt, zum Beispiel. Und das ist eine große Tragödie da. Für mich ist das eine Lost Generation. Es kann dazu werden, wenn dieser Krieg weitergeht. Was machen unsere Absolventen, die dieses Jahr ihre Abitur machen wollten? Was machen die Kleinsten, die erst anfangen? Was machen die Eltern, die, um zu arbeiten, ihre Kinder zum Beispiel in die Kita bringen müssen? Es gibt dieses große Problem und viele verstehen natürlich, was Krieg ist, und einige Kinder sogar verstehen das schon. Und die Kleinsten, die verstehen schon, man sollte sich jetzt verstecken, man sollte sich schnellstmöglich ins Versteck bringen. Aber welche Zukunft sie haben, das ist die große Frage. Dieser Krieg sollte sofort gestoppt werden und von Seite Russlands. Sie sprechen von möglicherweise einer Lost Generation, und natürlich muss dieser Krieg so schnell wie möglich gestoppt werden, damit es dazu nicht kommen kann. Aber merken Sie auch, spüren Sie das, dass es eine große Hilfswelle auch aus dem Westen, aus der Europäischen Union gibt, um zu versuchen, diesen Schmerz, diese Tragödie ein bisschen in Anführungsstrichen zu lindern? Ja, natürlich. Wir bekommen viel Hilfe von unseren Partnern aus dem Ausland, viele europäische Länder, nicht nur. Aber vor allem die europäischen nehmen die Flüchtlinge auf, die Schulen, die ukrainischen, die wenigen, die es gibt im Ausland, und andere Schulen im Ausland, die nehmen natürlich ukrainische Kinder auf. Wir sind jedem dankbar, der uns unterstützt und diesen Schmerz teilt. Aber das wird uns nicht dieses Land zurückgeben, unseres Land, und die zerstörten Schulen und die Zeit, die wir verlieren. Ich bin selbst Lehrerin und ich sehe, wie die Schüler, die dieses Jahr ihre Abitur hätten machen sollen, sie sind völlig verloren und sie wissen nicht, was tun. Sie wollten zum Beispiel an die Uni gehen, in Kharkiv oder in Kiew. Ich habe keine Antworten auf ihre Fragen, und wenn sie mich um Rat fragen, dann bin ich oft sprachlos. Und natürlich, es gibt diese Unterstützung, aber wir wollen unser Land zurück. Und wir glauben daran, wir glauben an unsere Souveränität. Alle Städte sind ukrainisch. Es ist unser Land. Und wir warten auf die Zeit, wo wir endlich wieder in Frieden leben. Tatjana Kidruk, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles, alles Gute und dass dieser Krieg bald beendet ist. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.